Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir können es durchaus dem Impffortschritt verdanken, dass wir in vielen Bereichen, das spüren wir alle, wieder mehr Freiheiten zurückgewonnen haben. Das ist zum einen ein wirklich gutes Ergebnis, und wir müssen daran festhalten, weiterhin die Impfkampagne voranzutreiben. Auf der anderen Seite erleben wir eine Delta-Variante, die sehr deutlich zeigt, wie schnell innerhalb von einer Woche sich Infektionszahlen verdoppeln können. Und die Verdopplung findet überwiegend bei Menschen statt, die nicht geimpft sind. Und das sind insbesondere, weil das gerade auch angesprochen wurde, es sind auch unsere Kinder, die im Moment noch nicht geimpft sind, ausreichend ab 12 bis 16. Aber wir haben eben auch Kinder, für die es noch gar keinen Impfstoff gibt, nämlich die Kinder unter 12. Und wenn ich mit Eltern rede, ich will das mal ganz deutlich sagen, die haben Angst davor, dass wir keine Maßnahmen mehr ergreifen und einfach sehenden Auges in hohe Infektionszahlen gehen und am Ende die Kinder sich infizieren. Das sind die Gespräche, die ich mit Eltern führe. Und diese Eltern sagen, die möchten, dass auch ihr Präsenzunterricht abgesichert wird, dass wir ausreichend Luftfilteranlagen haben, dass Kinder ausreichend Masken bekommen, dass der Schulbetrieb sicher gemacht wird und dass natürlich auch ein Impfangebot da ist. Und jetzt will ich Ihnen mal eine kleine Anekdote aus meinem Wahlkreis erzählen. Meine Stadt Duisburg macht schon seit Wochen sehr stark mobile Angebote. Diese werden auch von Eltern und ihren Kindern stark in Anspruch genommen. Ein Shuttlebus fährt von der Schule zum Impfzentrum. Natürlich nur für die, die das wollen, weil die Eltern zustimmen müssen einer Impfung. Meine Stadt Duisburg hat jetzt das Land NRW gefragt, ob die 27.000 Euro für dieses Shuttle übernommen werden. Soll ich Ihnen mal verraten, was das Land Nordrhein-Westfalen geantwortet hat? Machen wir nicht. 27.000 Euro. Wer das ablehnt, dass mobile Möglichkeiten genutzt werden, damit der Impffortschritt vorankommt, der muss sich nicht wundern, dass im Bundesland NRW die Zahlen gerade unter die Decke gehen. Und eins möchte ich auch sagen. Seit Wochen haben wir hier zum Infektionsschutzgesetz uns gestritten, dass neben einem ein Inzidenzwert auch andere Werte herangezogen werden. Wir haben auch Vorschläge gemacht. Und es ist bis letzten Freitag von der Union immer abgelehnt worden. Und oh Wunder, ich weiß nicht, was am Wochenende passiert ist, aber plötzlich gibt es am Montag eine Pressekonferenz des Bundesministers, der sagt, wir gehen jetzt von dem 50er-Wert weg, Inzidenz ist nach wie vor wichtig, aber wir brauchen andere Indikatoren. Ich habe mich sehr gefreut. Herzlichen Glückwunsch. Nur leider fehlten die Vorschläge dafür. Die haben wir seit Wochen wirklich eingefordert, belegbar eingefordert. Und wir hätten das heute beschließen können. Und ich bedauere wirklich sehr, dass es immer sowohl vom Bundesgesundheitsministerium, aber auch vom Kanzleramt nicht gewollt war. So, und das muss man hier auch noch mal ausdrücklich sagen. Und deshalb brauchen wir aber trotzdem jetzt, weil die Infektionszahlen so sind, wie sie sind, der Impffortschritt noch nicht so weit, wie wir uns das wünschen, brauchen wir eine Verlängerung der epidemischen Lage. Und deshalb stimmen wir als SPD-Fraktion dieser Verlängerung auch zu. Herzlichen Dank. Christine Aschenberg-Duclos, FDP, ist die nächste Rede.